Hallo Leute, willkommen! Ich bin zurück, pünktlich gerade noch so zum ESC, sprich zu unserem deutschen Vorentscheid. Und ich muss ganz ehrlich sein, nach dem Debakel der letzten Jahre hatte ich eigentlich erst gar keine Lust, mir nochmal anzuschauen, was der NDR diesmal für eine Vorauswahl für uns getroffen hat. Ich habe mal ganz kurz durchgeschaut und schließlich Lust bekommen, mich doch intensiver damit zu beschäftigen. Was wird der deutsche Beitrag sein? Es gibt insgesamt 9 Titel. Ich gehe jetzt durch den Schnelldurchlauf, gucke mir die Videos an. Wir hören zusammen ein bisschen von dem Song. Dann sage ich dazu, was ich denke und werde ja mal wieder eine Tarotkarte ziehen, die uns vielleicht ein bisschen was verrät über den möglichen Ausgang, wie erfolgreich der Beitrag sein wird. Ich mache das Ganze diesmal auf Deutsch, weil ich denke mir, es ist der nationale Vorentscheid und ja, ob das für internationales Publikum so interessant ist, weiß ich nicht. Falls ja, ich denke mal, meine Reaktion wird auch so genug sagen. Ja, wir starten mit der ersten. Mit dem ersten Beitrag, das ist eine Band und los geht's. From Dare to be Different. Ja, hübsche Choreografie. K-Pop, Disco. Boyband. Also, ja, ehrlich gesagt, das haut mich jetzt nicht vom Stuhl. Das ist in Ordnung, das ist tanzbar bestimmt, aber auch vollkommen unbesonders. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber es ist nichts Spezielles, es ist nichts, ja, was mich jetzt reizen würde, das nochmal oder gar länger zu hören. Ich ziehe mal eine Karte dafür. Wie schneiden sie ab beim Vorentscheid? Okay, das Ass der Stäbe. Keine schlechte Karte, spricht für sehr viel pure Energie und Spaß. Und ich denke mal, das kann der Song auf jeden Fall bedienen. So, wir machen weiter. Ein junger Mann steht im Wald. Will Church. Hold on. Ich weiß nicht, ob sich. Sorry, ich bin verrutscht. Ich weiß nicht, ob sich Will Church hat inspirieren lassen von dem britischen Beitrag letzten Jahres. Aber auch hier sage ich mal, das stimmt einiges, das kann man hören, aber mich persönlich spricht es weniger an. Es klingt nicht neu. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Wir gucken mal, wie weit er kommt beim Vorentscheid. Haben wir? Ups, die zwei der Schwerter. Das ist Indifference. Das ist Unentschiedenheit, eine gewisse Blindheit. Wenn ich die Karte ziehe, wird mir immer klar, ich weiß ja gar nicht so recht, welche Richtung es gehen soll. Nicht die erfolgversprechendste Karte für Will Church. Und es geht weiter. Lonely Spring, Misfit. Sehr süß. Goldig. Ja. Das klingt auch nicht neu, aber witzig und ist ehrlich gesagt eine Musik, die ich sehr mag oder mochte. Ah, keine Ahnung, an was ich da denke. Ein Offspring, irgendwas aus den 80ern, so punkig angehaucht, sehr amerikanisch. Auch hier das Outfit, die ganze Kulisse ist total amerikanisch.
Und ja, nicht sehr aktuell. Also ich weiß nicht so genau, was das soll. Es zeigt jetzt natürlich schon eine größere Bandbreite als das, was wir letztes Jahr an Auswahl hatten. Ich glaube nicht, dass ich das beim ESC sehen will, aber es ist mir eindeutig sympathisch. Was sagen die Karten? Oh, die Sonne. Das ist eine sehr positive Karte. Das ist Lebensfreude, Energie, Kraft, Neuanfänger. Wer weiß. Auf jeden Fall eine Powerkarte. Und jetzt Nummer 4. Patty Birdie, Melodies of Hope. Ja, sehr gefällig, schöne Frau, gute Stimme. Für mich klingt das aber ehrlich gesagt auch wie etliches, was ich schon mal gehört habe. Ich fühle mich etwas erinnert an Kano, Spirit in the Sky. Ja, und nicht falsch verstehen. Ich will jetzt keinen deutschen Schunkel-Song dahin schicken, aber das hat. Ich weiß nicht, das klingt für mich irisch oder nach Norwegen, nach Skandinavien. Es ist mit Kalkül, glaube ich, ein ESC-Lied gemacht worden und ich kann mir vorstellen, dass das gefällig ist. Ich persönlich mag es nicht, ist nicht mein Ding. Vor allen Dingen aber auch, weil es das Ganze schon mal gab und besser. Das wird jetzt vielleicht Leute verärgern, aber sorry, es ist nur meine Meinung, ja? Nichts weiter. Und beim Vorentscheid. Ups. Ja. Das ist so eine Herzschmerzkarte. Drei der Schwerter kann man schlecht positiv deuten. Außer, dass es eindeutig ist. Ja, wenn ich die Karte jetzt deute, wäre das natürlich nicht so positiv. Vielleicht ist es aber auch eher meine Emotion, die sich über die Karten ausdrückt. Und deswegen muss man das nicht so ernst nehmen. Okay, weiter geht's. Sehr rot. Lord of the Lost, Blood and Glitter. Man sieht es auch. Ja. Doch. Wow, okay. Wenn da mal nicht Eskimo, nein, Electric Cowboy der Türöffner war und einige andere Beiträge, die einfach auch schon so ein bisschen in diese Richtung gingen. Also, ich denke jetzt spontan an Hattori und ja, gewisse Vertreter, die eben auch gezeigt haben, dass man mit solchen Beiträgen unter Umständen richtig weit kommen kann. Warum? Es ist gut, es klingt gut. Auch jetzt, sorry, aber nicht super neu. Ja, also ist jetzt nicht, als hätten wir was Neues erfunden und würden jetzt wahnsinnig mutig sein. Aber für deutsche Verhältnisse ja natürlich. Für deutsche Verhältnisse ist das mutig, ist es anders. Die Band gibt es auch schon länger, also die wurden jetzt nicht zurecht gezwackelt für den Eurovision Song Contest. Insofern, why not? Und eine gute Show scheinen die Jungs auch zu machen. Also bis jetzt mein Favorit. Und der Vorentscheid. Okay, das ist die Wunscherfüllungskarte. Vielleicht geht ja mein Wunsch in Erfüllung. Die 9 der Kelche, hier kann man feiern. Hier kann man genießen, was man hat. Hier kann man in Gefühlen schwelgen und Spaß haben und es sich gut gehen lassen. Na, also keine schlechten Aussichten für diesen Beitrag. Und wir machen weiter. Ein paar müssen noch. Ecke Hüftgold! Lied mit Grundtext! Oh mein La 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 la
Wahnsinn. Also einerseits würde mich das total reizen, das beim Eurovision Song Contest zu sehen. Andererseits, nein, dann doch nicht. Wird seine Fans haben. Vor allen Dingen brauchen wir endlich mal einen Song mit gutem Text. Hallo Leute. Ja, das ist Ballermann-Mucke und hat bestimmt Fans. Und ich habe ein bisschen Angst, das könnte weiter vorne landen, als uns vielleicht dann lieb sein kann. Aber es ist ein Beitrag, der mutiger ist als ganz, ganz vieles, was Deutschland die letzten Jahre geschickt hat. Ich hätte Spaß, trotz allem, weil mir geht es nicht in erster Linie um eine Top-Platzierung. Es geht mir eigentlich nur darum, dass Deutschland nicht wieder so peinlich, bräsig, langweilig ist. Ich weiß es nicht. Also, ich muss lachen, aber ich werde es nicht nochmal hören. Sei denn, ich muss. Okay, die Karten für Icke. Hüftgold. Oh ja, das ist eigentlich keine so schlechte Karte. Münzen, das steht für Solidität. Und hier ist jemand auch und genießt das, was er hat. Das ist ein gewisser Reichtum im Hintergrund. Ich weiß nicht genau, was das in dem Kontext bedeuten kann. Ja, wir gucken. Wir lassen uns überraschen. Der Icke. Guck an. Frieda Gold. Alle Frauen in mir sind müde. Frieda Gold ist wieder da. Guck mal an. Sie singt deutsch, sie singt wunderschön. Asit hat bestimmt auch einen richtig guten Text. Da habe ich jetzt nicht so genau drauf geachtet. Ich mag sie. Sie ist eine der wenigen weiblichen Figuren in so einer bestimmten deutschen Musikrichtung. Klein bisschen erinnert mich das Lied an Xavier Naidoo. Ein bisschen. Ich finde es gut. Wir müssten uns dafür nicht schämen. Ich glaube aber nicht, dass wir damit auf der internationalen Bühne so richtigen Statement setzen. Ich weiß es nicht. Das Video ist sehr künstlerisch, sehr schön. Man könnte da bestimmt vieles machen. Es wäre deutsch. Gut, das versteht keiner. Also international gesehen. Ich weiß nicht. Vielleicht nicht für die Bühne. Aber es ist eigenständig und auch hier, muss ich sagen, wäre das, hätte ich kein Problem damit, wenn der Titel gewählt würde. Ist nicht mein Favorit für den ESC. Die Karten sagen, ups, die Königin der Schwerter, das ist eine weibliche, starke, luftige Energie. Spirituell, geistreich, schöne Karte, fraulich. Ja, und stark. Also, gut, dass es diesen Beitrag gibt. So. Und Annika Russo, Once Upon a Dream. Oh, was eine Stimme. Großartig, was war das denn jetzt? Mir vollkommen unbekannte Interpretin, wirkt noch sehr jung, Hammerröhre. Und das war jetzt ein Song, der hat mich aufhorchen lassen. Der hat mich neugierig gemacht. Das würde ich jetzt am liebsten weiterhören, mehr davon hören. Wow, das war Knaller. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen geflasht und ich glaube, das ist jetzt mein Favorit bis jetzt. Annika Russo. Wow. Ich glaube, dass die Karten, die ich heute ziehe, doch irgendwie sehr stark meine Gefühlswelt zum Ausdruck bringen. Hallo, die Liebenden. Es steht nicht nur für die Liebe, sondern für eine Entscheidung aus vollem Herzen. Ja. Ich würde mich jetzt dafür entscheiden, wenn ich wählen, abstimmen würde, sollte, werde.
dann ist das, es sei denn, es kommt jetzt noch irgendein Wahnsinn hinterher. Toll. Ich drück die Daumen. So, und jetzt? René Miller, Concrete Heart. Ja. Passt. Klingt vertraut. Ja, so, das war der letzte Beitrag. Und der klingt jetzt auch mehr als vertraut. Ich glaube, den habe ich die letzte Zeit auch irgendwie so als Werbeeinspieler im Fernsehen gehört. Ja. Nicht schlecht gemacht. Gute Stimme. Ein bisschen wie vom Reißbrett. Das tut mir jetzt auch wieder leid für alle Fans, weil das ist ein gutes Lied, okay? Die Frage ist, berührt es mich? Die Antwort ist leider nein. Das klingt mir wie zu vieles, schon mal 100 Mal gehört und bekannt. Das ist mein Gefühl. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass dieser Titel sehr radio-friendly, der ist auch Mainstream, der ist massentauglich. Es ist auch nichts zum Schämen und ich bin echt erleichtert, dass wir eigentlich ziemlich viele Beiträge schicken, die eigenständig und gut sind. Ich wäre jetzt nicht zu glücklich, wenn das unser Teilnehmer ist. Ich weiß nicht, warum ich das schon so im Ohr habe, aber das wurde irgendwie in den Medien, zumindest ist es mir häufiger begegnet. Ob da Kalkül hinter steckt, weiß ich nicht. Aber ich ziehe jetzt noch eine Karte für diesen Beitrag, Concrete Heart. Aha. Ja, und das ist so dieses, nur zwei der Münzen ist so, man wägt ab, man ist unentschieden. Wir hatten eben die zwei der Schwerter, das sind auch so Karten, wo man im Grunde beide Richtungen irgendwie spürt und nicht so richtig weiß, wohin. Man jongliert. Ich bin ja auch eher indifferent, eher gleichgültig und sag, ja, gut, wenn es das sein soll, wenn es die Menschen glücklich macht und mehrheitsfähig ist, why not? Aber es gibt bessere Beiträge, meine Favoriten eindeutig, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind Annika Russo war das, das höre ich mir gleich nochmal komplett an. Und Lord of the Lost, ja, Blood and Glitter, das will ich auch nochmal komplett hören. Die beiden hätten meinen absoluten Segen. Der Rest wird sich zeigen und zwar schon bald. Ich glaube, sogar kommenden Freitag ist schon der Vorentscheid. Den gucke ich mir natürlich an. Und ihr hoffentlich auch. Und ihr könnt gerne eure Meinung als Kommentar mir als Nachricht dalassen, was ihr vielleicht von meiner Meinung haltet oder selber mögt oder was euch weniger gefällt. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich melde mich auf jeden Fall wieder im Kontext des ESC und sage Tschüss für heute. Macht's gut.